Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Ich bin ein bisschen irritiert. Vor meiner Sendung im Fernsehen Werbung für Frau TV. Meine Lieblingssendung, wie ihr wisst. Also, wenn ihr mit mir reden wollt über Gott und die Welt, über Frauen, über Orgasmus, über Schröder oder was auch immer, dann wählt diese Nummer 0180 5678 111 und die Faxnummer lautet 0180 5678 110. Oliver, 18 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, wie geht's? Gut. Und selbst? Muss, ne? Et muss. Jo, es muss. Dein Thema? Jo, mein Thema ist mein bestes Stück. Das hattest du schon einmal in deiner Sendung. Oh, das ist lange her. Du bist aber dann ein Stammhörer, ne? Ja, kann man so sagen. Das ist bestimmt zwei, wenn nicht drei Jahre her. Das kann gut sein, ja. Und da rief auch jemand an, der hatte genau das gleiche Problem wie ich. Welches hast du denn? Und zwar, mein Penis ist zwar sehr klein, also im normalen Zustand ist er ungefähr 6 cm groß. Mhm. Und im erigierten Zustand so 20, 21 cm. Hä? Wo, hört sich ein bisschen komisch an. Wie geht das denn? Einmal so? Ja, ein bisschen mehr schon. Ein bisschen mehr schon. Ja, und dann so eine Latte? Ja. Stimmt das? Gut. Das stimmt hundertprozentig. Ich hatte auch schon so viele Schlüsselerlebnisse. Da war ich einmal in so einem Swingerclub. Mhm. Und, mit 18 Jahren schon im Swingerclub? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Natürlich. Ja, ja gut, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich auch keine Freunde und so. Mhm. Gut, ich gehe da rein. Man zahlt 150 Mark. 150 Mark? Ja gut, dafür kannst du den ganzen Abend Getränk umsonst essen, hast du nicht gesehen. Ach so. Mhm. Gut, dann sitzt du dann an der Bar und hältst dich mit hübschen Frauen. Mhm. Sitzt man denn nackt an der Bar? Also man hat so einen Tanga an oder was man halt so, ja, so anziehen möchte. Mhm. Also eine Short. Okay, und dann spreche ich da so eine junge Frau an, so eine Blonde, sah super aus, super Figur und alles. Mhm. Und dann kamen wir so ins Gespräch und sagten, hinter wollen wir nicht mal da oben hingehen. Da haben sie dann halt diese Spielwiesen und so. Mhm. Dann sage ich so, ja, natürlich, gerne und so weiter. Dann gehen wir da hoch und dann ziehe ich mich aus und sie guckt ein bisschen komisch. Und läuft schreiend raus. Nee, Gott sei Dank nicht. Die sagte so, oh, das ist aber wirklich sehr klein, ja, so ungefähr. So. Ja. Die Leute standen da und guckten so ein bisschen. Wie viele Leute waren da noch? Also 5 Leute standen da bestimmt noch so drin. Und alle sagten im Chor, oh ja, er ist sehr klein oder so. Nee, Gott sei Dank nicht. Auf jeden Fall ging das dann so weiter und dann wurden wir auch halt intim. Ja. Und so weiter und dann streichelten wir uns halt und so weiter und so fort und dann wunderte sie sich, er wurde immer größer und größer und größer und größer. Alle sagten, oh, oder so. Ja, so ungefähr. Ja, gut. Und dann wurden wir halt richtig intim und hinterher sagte sie, Mensch, sowas hatte ich noch nie. Ja, ist doch ein tolles Kompliment. Ja, und dann hatte ich auch meine Freundin, sie sagte erst so zu mir, Mensch, der ist also ziemlich klein, ne? Mhm. Sagte sie. Ich so, ja, warte erstmal so ab. Warte du erstmal ab. Warte du erstmal ab. Und dann hinterher auch super überrascht, ne, wie das so ist. Ich überlege die ganze Zeit, wie das anatomisch möglich ist. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Nee, du kannst es dir, hat dir ein Arzt das mal erklärt? Nee, wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Du musst deshalb ja auch nicht zum Arzt gehen, das hätte ja zufälligerweise sein können. Ja, irgendwie. Nur ist echt komisch, du sitzt dann da mit einer Frau. Ja. Die Frau guckt ein bisschen. Mhm. Was soll ich denn jetzt ungefähr, was soll ich damit anfangen? Mhm. Ne? Ist nicht groß. Also 6 cm ist nur wirklich nicht viel, ne? Nee, ist nicht viel, ja, gut. Ist das alles? Und dann hinterher ist das 20, 21 Zentimeter. Ja. Ist dir denn schon mal eine Frau aufgrund des ersten Eindruckes laufen gegangen? Wollte sie, ja, meine Freundin, die wollte ja schon Schluss machen. So wie, so. Was? Im Ernst, erzähl. Wie, echt wie, jetzt? Wie war die Situation? Ja, also, wir kannten uns schon so seit 2, 3 Monaten. Dann waren wir in der Disco hier in Dortmund, da im Soundgarten gewesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kenn ich, ja. Dann sind wir hinter nach Hause, hatten auch schon ganz schön viel getrunken. Mhm. Und dann hatten wir halt Lust aufeinander, wie das so ist. Mhm. So, und dann gingen wir ins Schlafzimmer, so und so. Und dann sagte sie, wollen wir es nicht miteinander machen? Ich sagte, ja klar, gerne, wie das so ist, ne? Klar. Ja, und gut, wir zogen uns aus. Ja, also wir machen es immer mit Licht, ne? Mhm. Also im Dunkeln. Ja gut, dann guckte sie und sie dachte, sie guckt nicht richtig. Sie sagt so, ist das dein Ernst, sagte sie zu mir. Hat sie gesagt. Ist auch schon mutig, ne? Das beim ersten Mal klar. So zu sagen. Mhm. Also sie weiß schon, was sie will. Mhm. Und dann sage ich so, ja, warte erst mal ab.
Also streng dich mal ein bisschen an, dann wird er auch immer größer und größer, ja, sagte sie so, sagte ich so zu ihr. Ja. Sie konnte das wohl erst nicht so richtig glauben. Ja, und dann fing es halt an und dann war sie hinterher doch recht überrascht, ne? Wie groß der dann doch noch wurde. Ja. Also du und bist war recht begeistert. Du bist vielleicht ein anatomisches Wunder. Ja, kann ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob es sowas öfter gibt, keine Ahnung. Aber da kannst du es ja nachempfinden, wie es vielleicht Männern geht. Ja, klar. Wo dann danach kein Wunder passiert, ne? Ganz wie bei genau, dir. Das ist natürlich scheiße. Ja, bist du schon mal von Jungs, weiß ich jetzt, unter der Dusche oder nach dem Fußball oder weiß ich wo? Ja, klar, ich spiele auch im Fußballverein. Ja, dann denken die ja, du hast nichts zu bieten, ne? Ja, richtig. Und dann sagten die erst so, Mensch, der ist aber klein, so und so. Mhm. Ich sag so, ja, wenn du meinst, mich stört mein Penis beim Fußballspielen überhaupt nicht. Aber du mit deiner riesen Latte, du kannst... Dich stört er beim Fußballspielen, wenn du dich mal langlegst oder was weiß ich. Ja. Mich stört es nicht. Und im Gegenteil, wenn ich ihn dann brauche, dann wird er nämlich groß. Ja. Also du kannst dann ja im stillen Schmunzeln triumphieren, genau, ne? Wissend, dass alles dann doch anders ist. Ganz genau. Das Beste ist mein Vorteil. Das beste Stück von Oliver ist meistens ganz klein und wenn es drauf ankommt, ordentlich groß. Ne? Und das steckst du dabei ist noch, also jetzt ungelogen, ich kann meinen Orgasmus... Also eine halbe Stunde hinauszögern. Ja, ist ja keine Kunst, können wir alle. Ja gut, aber trotzdem. Und kann ich er noch bleibt viel länger. Und, und er bleibt nach dem dritten Mal immer noch so, wie er ist. Ist ja unglaublich. Du bist ja ein richtiger Stier, bist du ja. Ja, und wenn ich ihn nicht brauche, ist er schön klein und handlich. Gehst du denn ab und zu immer noch ins Swingerclub? Ja, jetzt habe ich eine feste Freundin. Dann ist das nicht mehr nötig. Nee. Ja. Fandst du das gut im Swingerclub? Ja, war ganz lustig. Ja? Aber ich glaube, das ist schon ungewöhnlich, ne? Mit 18 Jahren da reinzugehen, oder? Ach, da laufen auch viele 18-Jährige mit. Ist das wahr? Ich dachte immer, das wäre was mehr für die ältere Generation, sprich so für mein Alter. Oliver, danke für deinen Anruf. Okay, alles viel Spaß klar, mit dem kleinen Mann, ne? Alles klar, ciao. Meine Telefonnummer, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, vielleicht über so nette Themen wie das, was wir gerade gehört haben, oder auch über ernste Sachen, wie auch immer, 0180 5678 111 mit normalem Telefon und ihr könnt uns auch per Bildtelefon erreichen. Jetzt ist an der Strippe Anita und die ist 43 Jahre alt. Ja, grüß dich Jürgen. Anita, guten Morgen. Kompliment zu meinem Vorsprecher. Ich bin etwas überrascht. Naja, aber bis 18 hat man die Welt noch offen und den Kopf voller Träume. Ja, ja, mein Thema ist im Stehen pinkeln. Ein sehr schönes Thema, über das ich mich ausgesprochen gerne unterhalte. Ja, ich finde es widerlich. Es ist zum Kotzen. Anita, also du pinkelst nicht im Stehen, ne? Ja, ich nicht. Nein. Nee, ich habe hier so 2-3 Viertel Männer, die im Stehen pinkeln. 2-3 Viertel Männer? Was heißt das denn? Mein Mann, mein Sohn und mein Schwiegersohn. Aha, wer ist denn Dreiviertelmann? Mein Schwiegersohn. Warum? Ja, wenn der hier zu Besuch ist und auf Toilette geht, dann sage ich mal schon hinsetzen. Aha. Aber 3 Viertel davon setzt er sich und 1 Viertel davon bleibt er stehen. Ach so. Und die anderen Männer, die machen es immer im Stehen? Ja, zum Teil. Also bis vor einem Jahr ging das generell im Stehen und dann habe ich hier das erste Mal gemeutet, habe gesagt, so, jetzt ist Schluss, mache ich nicht mehr. Ich mache da hinten nicht mehr sauber, da stinkt, ist widerlich und naja. Und dann hat sich mein Mann dran gegeben, hat das mal sauber gemacht, hat festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Und dann fiel ihm ein, dass man im Badezimmer ja auch Teppichboden legen kann und dass das dann von selber aufhört. Falscher Fehler. Ja, dann ist es besonders ekelhaft, ne, wenn man daneben pinkelt. Eben, so sieht's aus. Und den Teppichboden hat er selber erfunden, selber gelegt. Und trotzdem pinkelt er im Stehen, er pinkelt im Sitzen, er pinkelt im Stehen, ganz viermal so gerade möchte. Und mein Sohn macht das auch, er ist im Moment beim Bund, da pinkeln sie alle im Stehen. Und dann macht man das halt zu Hause auch. Ja, und jetzt habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich gar nichts mehr im Badezimmer. Das heißt, das Badezimmer ist jetzt Tabuzone für dich? Für mich ist Tabu. Ja, aber du musst da auch irgendwo pinkeln. Ja, gut, ich setze mich da drauf, mache die Brille vorher sauber, abschließend mache ich es auch wieder sauber. Ja. Und alles andere interessiert mich nicht mehr. So, jetzt müssen die Männer wirklich das Klo immer sauber machen, alles? Die werden es irgendwann machen müssen. Ach, die tun es im Moment gar nicht? Im Moment nicht, nee. Dann im ist Moment, doch der Obersitz bei euch im Badezimmer, ne? Ja, im Moment leben wir hier auf der Streikphase. Ah ja. Also ich mache gar nichts mehr. Aber dass du das, also ich gehe mal davon aus, dass du Hausfrau bist, ja, dass du das dann so aushältst, da immer einen großen Bogen um dein Badezimmer zu machen. Doch, ich kann es aushalten. Du kannst es aushalten, ja. Wir sind im Januar 25 Jahre verheiratet und dann kann man das. Aber was machst du,
wenn jetzt die Schmerzgrenze ganz anders gelagert ist bei dir und bei den Männern, dass die Männer sagen, uns ist das egal. Ja, mir ist es auch egal. Irgendwann stinkt es dann aus eurem Badezimmer. Richtig, und wenn wir Besuch haben, dann werde ich dem Besuch sagen, dann müsst ihr euch an meine Männer halten. Weißt du, Anita, ich kann es gar nicht verstehen, was du für Männer hast. Ich bin auch ein Stehpinkler. Ja. Und in meinem Badezimmer ist es blitzblank alles. Ja, du bist aber auch ein Ferkel, das spritzt auch. Nein, ich bin ein perfekter Zieler. Nee, das geht nicht. Doch, da musst du schon eine Tüte aufsetzen. Nein, das geht bei mir wunderbar. Nee. Also alle Leute, die bei mir zu Besuch kommen, können es gar nicht glauben. Die sagen, wie, du bist ein Stehpinkler? Das glauben wir nicht. Das musst du mir vormachen. Ich würde dich gerne mal in mein Badezimmer einladen, damit du das inspizieren kannst. Ja, das muss ich gesehen haben, sonst glaube ich das nicht. Ja. Also hat das denn jetzt richtig Streit in der Familie? Ja, richtig. Es hat schon richtig Streit und Stress deswegen gegeben. Ja, also ich bin schon momentan so drauf, wenn hier einer von meinen Männern auf die Toilette geht, ich sag, hinsetzen. Ja, du kannst ja nicht immer daneben stehen. Ne? Nee, das geht schlecht. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ich verlasse mich immer drauf, aber jetzt ist vorbei. Also im Moment eskaliert das alles. Ja, richtig. Wie könnte es denn enden, das Ganze? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat irgendeiner von deinen Zuhörern mal einen Tipp für mich. Also ich stehe hier momentan wie ein Ochs vorm Scheunentor und weiß überhaupt nicht mehr weiter. Und ich mache auch nichts mehr. Es hat keinen Zweck. Mm. Die sollen sehen, wie sie dahin mit ihrem Badezimmer selber fertig werden. Ideal wäre es natürlich, wenn ihr zwei Toiletten hättet, ne? Das wäre ideal. Das wäre aber garantiert eine von immer dreckig. Ja, dann könnten die ja dann in ihrem Dreck da pinkeln, ne? Widerlich. 23 Jahre verheiratet, sagst du. 25 Jahre verheiratet. Und dieses Problem muss es doch immer eigentlich gegeben haben. Hat es immer gegeben, ja. Aber immer hat mich das nie gestört. Aber jetzt die letzten Jahre stört mich das ungemein. Die Frauen werden heutzutage so selbstbewusst, dass sie selbst dieses kritisieren. Wir dürfen nicht mal mehr im Stehen pinkeln. Ja, nur es ist mein ja so, Gott. Früher hatte ich anderthalb Männer zum Pinkeln. Ja. Also einen komplett und einen kleinen halben vielleicht. Ja. Der mal versucht hat, im Stehen zu pinkeln, je nachdem nach Größe. Mhm. Aber jetzt sind die alle so ausgewachsen und stehen alle beim Pinkeln. Und dann ist das irgendwie ein bisschen bescheuert. Ja. Ja. Vielleicht wäre das auch ein Thema für Frau TV. Die könnten sich damit auseinandersetzen, wie man Männer so an die Kandare nimmt. Ja, Frau TV. Also Anita, ich habe natürlich jetzt keinen Tipp für dich. Ne? Ich finde es natürlich beeindruckend, dass du da so knallhart deine Sache durchziehst. Richtig, ich ziehe das jetzt durch, ob die damit einverstanden sind oder nicht. Und wenn die Kakerlaken aus dem Badezimmer rauskommen, du rührst keinen Finger. Nee, tue ich nicht mehr. Ist vorbei. Gar nichts mehr. Bisher habe ich mich immer beschränkt auf Badewanne sauber machen, Spülstand, was man halt so macht, nur die Toilettenecke, die habe ich ganz in Ruhe gelassen. Also da du so eine nette Frau bist, wünsche ich sehr, dass die Männer da ein bisschen einlenken. Die können ja draußen im Stehen pinkeln. Ja, aber finde ich auch nicht schön. Muss auch nicht sein. Nee. Aber wir können uns im Wald dürfen wir doch noch. Oder? Ja, im Wald ist das was anderes. Ah, ja. Da gibt es ja auch keine Sitzmöglichkeiten. Ja. Es ist so praktisch, ne? Man muss nicht alles runterziehen und runterwursteln, ne? Ja, aber trotzdem ist es eklig. Ja. Hand aufs Herz, wenn du ein Mann wärst, wie würdest du dich denn verhalten? Hinsetzen, natürlich, klare Sache. Ja, obwohl auch bei Frauen spritzt es auch, aber es spritzt nicht an den Wänden längs. Nee, die sind ja auch viel näher an der Schüssel. Ne? Ja, siehst du, genau. Anita, also kämpfe deinen Kampf weiter. Tu ich. Bleib standhaft. Mach ich. Und wenn es vielleicht eine Lösung gegeben hat, ruf mich doch nochmal an. Ja, vielleicht weiß jemand von deinen Zuhörern eine Lösung. Ja. Ich höre mir das jetzt hier mal an, vielleicht findet sich jemand. Ja, ich glaube, dass das viele Leute brennend interessiert, vor allen Dingen auch Leute, die Klo sauber zu halten haben. Ja, richtig. Wie gesagt, also ich finde das furchtbar ekelig. Ja. Anita. Alles klar. Auf in den Kampf. Weiter. Danke. Tschüss. Okay, tschüss. 19 Jahre alt. Wer ist 19 Jahre alt? Von denen, die da warten. Ich. Timo. Und dieser Mensch heißt Timo. Hi. Hi. Timo. Ja. Reden wir über was Ernstes oder über was nicht Ernstes? Das ist eigentlich schon ziemlich ernst. Also ich habe da große Probleme mit. Ja. Also ich bin 19 und bin schwul, muss ich da vorher zusagen. Ja. Ich habe einen Freund, der ist also ein bisschen älter, aber nicht viel, fast 21. Ja. Und wir waren vorgestern ein halbes Jahr zusammen, haben wir Jubiläum gefeiert. Mhm. Ja. Und haben wir erst ein bisschen Sekt getrunken, hatten noch einen schönen Abend. Mhm. Ja, und dann ging es ins Intime, sag ich mal, ja. Mhm. Und da hat er mir vorgeschlagen, so eine Art Vertrauensspiel zu machen oder so, weiß nicht, wie ich das nennen soll. Hat mir auf jeden Fall die Augen verbunden. Er mir. Mhm. Also ich war nackt ausgezogen, er auch, und hat mir die Augen verbunden. Mhm. Ja, und dann hat er mir halt hinten was eingeführt, ja. Und ich wusste nicht, was das ist, ja. Und nachher hat sich herausgestellt, das waren Sektkorken. Und das geht von der Sektflasche, und das geht nicht wieder raus, ja.
Und mein Problem ist jetzt, ich traue mich nicht zum Arzt. Ich meine, das macht sich vielleicht für manche lustig anhören. Mhm. Ja, aber also das tut wirklich weh. Ich habe, wenn ich auf den Bauch drücke, dann merke ich das richtig. Ich kann jetzt seit fast 2 Tagen nicht mehr richtig auf Toilette zu gehen und ich traue mich einfach nicht zum Arzt zu gehen. Mhm. Weil der Arzt, der hält mich ja für einen, ja. Und also warte mal, ein Sektkorken ist natürlich auch nicht so sehr groß. Den müsste man doch einfach beim Stuhlgang ausscheiden können. Ja, das geht aber nicht. Ich kann ja nicht auf Toilette gehen. Du kannst nicht auf Toilette gehen. Es geht nicht. Ich habe es probiert, zigmal probiert. Meinst du, dass du deshalb nicht kannst, oder ist das ja so eine Psychobarriere auch, dass du irgendwie... Das weiß ich nicht. Ich meine, ich will ja, dass er rausgeht. Mhm. Ich habe tierische Schmerzen. Mhm. Mhm. Ja. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, was ist denn da in deinen Freund gefahren, dass er sowas etwas mit dir macht? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht dachte er, also ich habe jetzt auch seit den 2 Tagen keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Also er hat sich nicht gemeldet mehr bei mir. Hm. Ich weiß es nicht. Wie war denn das an dem Abend? Du hast gespürt, dass er dir irgendwas da reinsteckt. Ja. Und wie ging das dann weiter? Hast du dann direkt gefragt, was machst du da oder wie? Ja, dann hatte ich das drin, ja. Hm. Das ist aber richtig tief drin. Hm. Dann habe ich ihn gefragt, was war denn das? Das geht ja gar nicht wieder raus. Kannst du das wieder rausziehen? Und so. Hm. Also ja, probiere ich mal. Ja, und so tief ist er dann gar nicht mehr mit der Hand reingekommen. Und das tat mir auch schon. Hm. Also sehr doll weh. Ja, und irgendwann war es dann soweit und dann ist er abgehauen. Er hat mich da einfach sitzen lassen und ich saß dann da. Ihr habt denn gestritten deshalb auch? Ja, natürlich. Ich habe gesagt, was ist denn in dich gefallen? Wieso machst du denn sowas? Sag mir das vorher. Und ich meine, Vertrauensspiel ist ja schön und gut, aber ich sitze jetzt hier mit den Schmerzen. Mhm. Nee. Also Timo, ich finde, dass du, wenn du jetzt auch nicht auf Toilette gehen kannst und du auch Schmerzen hast, dass du dringlichst zum Arzt gehen solltest. Ja, aber was denken die denn von mir? Was meinst du, was Ärzte alles sehen und gesehen haben schon? Was meinst du, was Ärzte gerade in Sachen erotisches Spielzeug schon den Leuten aus dem... Ich habe ja kein Problem damit, dass ich schwul bin. Meine Eltern wissen das ja, da stehe ich ja zu. Aber halt mit diesen... Das ist ja nicht normal. Also du hast es mir jetzt in aller Offenheit völlig normal erzählt. Ich weiß ja keiner, wer ich bin. Ist mir klar, aber du kannst es unter 4 Augen einem Arzt auch erzählen. Geh am besten gleich zu einem Facharzt, einem Proktologen. Ich weiß, wohnst du in einer größeren Stadt? Na, Kleinstadt würde ich ja sagen. Ja, da weiß ich nicht, ob es bei euch sowas gibt. Dann fahr in die nächste größere Stadt und lass dich da untersuchen. Ganz schnell. Ja. Oder geh. Also ich würde an deiner Stelle zu einem Facharzt gehen und nicht gleich in die Klinik. In der Klinik ist es vielleicht wirklich ein bisschen peinlich. Ja. Aber natürlich musst du in die Klinik, wenn es jetzt ganz, ganz nötig ist. Aber ja, geh zu einem Proktologen, nennt man die Leute, die sich mit solchen Sachen auskennen. Ja, man muss sich das so vorstellen, das ist ein unheimlicher Druck auf dem Magen. Das ist unheimlich schön so. Also mich wundert, dass man das auf dem Magen spürt, wenn das dir hinten reingesteckt wird. Wenn man auf den Magen drückt, ja. Dann spürt man, dass das da unten drückt. Also mach es unbedingt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Domian. Timo. Jetzt ist er weg. Also ich hoffe, dass er nochmal zuhört. Also dringend zum Arzt gehen. Damit würde ich nicht spaßen. Vor allen Dingen, wenn das jetzt schon 2 Tage irgendwie in deinem Körper ist. Nora. Nora ist 17 Jahre alt. Hallo. Hi Nora. Hi, ich habe ein ganz schlimmes Problem. Und zwar bin ich vor 10 Wochen fast vergewaltigt worden. Mhm. Erzähl mal die Umstände. Ja gut, ich war bei einer Freundin auf dem Geburtstag. Mhm. Naja, und wollte abends nach Hause. Und anstatt natürlich wie normal mit dem Bus zu fahren, habe ich mir gedacht, ich kann nach Hause laufen. Mhm. Und da ich dadurch ein Industriegebiet musste, ja, normalerweise denke ich mir nichts dabei. Ich bin ja schon 1000 Mal hergegangen und halt an diesem Abend meinte da jemand, er müsste mich begrapschen. Mhm. Wie war das denn? Kam jemand auf dich zu plötzlich oder ging er lange hinter dir her, kam aus dem Gebüsch oder wie? Das weiß ich gar nicht. Der stand plötzlich hinter mir und packte mir an die Schulter und keine Ahnung, und aus Reflex habe ich ihm erstmal voll eine geklatscht. Mhm. Was hat er? Hat er denn irgendwas gesagt zu dir? Gar nichts, kein Ton, überhaupt nichts. Mhm. Wollte er dich begrapschen oder hat er dich begrapscht? Hat er getan. Wo denn? Wohin? Überall. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie schlimm das war. Und was ist denn, wie ist das weitergegangen? Ich habe einfach nur wild um mich geschlagen. Dabei ist, ich hatte so eine Jeansbluse an, die ganze Jeansbluse ist im Arsch, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, zum Schluss wollte er mich irgendwie erwürgen oder keine Ahnung. Irgendwie, und dann kam nachher irgendjemand da vorbei und da hat er nur gesagt, oh Scheiße, und dann war der weg. Mhm. Ja, dann kam halt jemand, den ich auch von vom Sehen her kannte, der hat mir halbwegs geholfen und Polizei gerufen und Krankenwagen und so weiter. Warst du im Krankenhaus? Ja, aber nur ganz kurz. Mhm. Also es ist ja nichts passiert, außer dass du einen Schock bekommen hast.
ja, ich sag mal so, die Ärzte durften mich nicht anfassen. Mhm. Ja gut, aber es ist ja zu keiner Vergewaltigung gekommen und er hat dich auch nicht geschlagen. Das ist das Problem, das weiß ich nicht. Mhm. Und mittlerweile ist es so schlimm, dass ich ab und zu, also ich habe einen Freund, und ich sag mal, für ihn ist es auch ziemlich schlimm, weil ich ab und zu, ich sag mal, umkippe. Und ich weiß einfach nicht mehr, was ich dann tue. Und es ist oft so, dass ich irgendwie aus dem Fenster springen will oder Tabletten schlucken will oder sonstiges. Was ist denn mit dieser Jeanshose? Du hast gerade so einen komischen Satz gesagt. Ah, Jeans, Bluse. Ah, Bluse. Die war total zerrissen und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Du kannst dich gar nicht erinnern, ob er deine Hose ausgezogen hat. Das weiß ich alles nicht mehr. Mhm. Entschuldigung. Als du im Krankenhaus warst, beschreib doch mal, wie das da abgegangen ist, was da passiert ist im Krankenhaus. Also erst kam so eine Schwester zu mir, und ich habe mich auf den Stuhl gesetzt und sie hat mich halt gefragt, wie ich heiße und wie es mir ginge und ob irgendwas wehtut oder so. Und dann hat sie gefragt, ob sie Puls messen darf und Puls fühlen darf und Blutdruck messen darf und all sowas. Und das, da habe ich gesagt, ja und so. Und ich weiß nicht, ich war ganz einfach nur fertig, ne? Mhm. Und dann kamen nachher zwei Polizisten zu mir. Und da haben mich auch gefragt, ob sie mich halt was fragen dürften und so. Und ja, dann haben sie das halt gemacht. Und dann kam noch eine Ärztin, die wollte mich untersuchen, aber das wollte ich nicht. Mhm. Kannst du dich erinnern, warum du das da nicht wolltest? Ich wollte einfach nicht, dass mich irgendjemand anpackt. Warum nicht? Ich weiß nicht. Es ist einfach keine Ahnung. Mhm. Es war vorher, hast du nie solche Gefühle gehabt, dass du unangenehme... Ich meine, ich habe ja schon viel Scheiße in meinem Leben erlebt, ne? Mhm. Ich bin, kann ich dir auch mal ganz kurz eben erklären, ich bin mit 3 Monaten zu Pflegeeltern gekommen, zusammen mit meiner Schwester, also mit einer von meinen Schwestern. Ich habe 9 Geschwister. Mhm. Ja, sie ist mit 14 Jahren ausgezogen. Mein Vater ist vor 7 Jahren krank geworden, schwer herzkrank. Mhm. Also ich sag mal, so einfach ist es nicht, aber sowas wie da. Du hältst es für möglich, dass da dass du einen Filmriss hast. Den habe ich öfter. Seitdem. Dass du dich ja nicht erinnern kannst an bestimmte Vorkommnisse. Ja. Mhm. Also so, wie mein Freund mir das halt immer erklärt, dass ich umkippe, dass ich irgendwas träume oder sowas, keine Ahnung, dass ich dann keine Luft mehr kriege. Mhm. Das ist ab und zu so schlimm, dass der mich beatmen muss. Mhm. Nora, als du die, wenn du dich zurückerinnerst an diese Nacht. An den Abend, ja. An den Abend, genau. Und da war ja, wie du gerade beschrieben hast, ist dann ja jemand gekommen. Ja, den kann ich vom Sehen. Ja. Hattest du da deine Hose an? Gute Frage, ich glaube schon. Mhm. Ich meine, ich bin dann auch noch irgendwie... Ich meine, ist eine wichtige Frage, ne? Ein Vergewaltiger wird sich ja nicht wieder das Opfer schön anziehen. Ich lag auf dem Boden, bin irgendwie aufgestanden. Was ich dann gemacht habe, weiß ich nicht. Dann habe ich mich an einer Laterne festgehalten. Dann kam halt der, den ich da kenne, also vom Sehen her. Und dann bin ich noch ein paar Mal zu lang geklappt. Ich schlage Folgendes vor. Das ist wirklich, aber ganz definitiv ein Fall für einen Psychologen. Ich rate dir dringend, in eine Beratungsstelle zu gehen. Mhm. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt mit meinem Psychologen, mit dem Peter Ofsianowski, gleich nochmal ein paar Worte redest. Okay. Ja, leg mal auf und der Peter ruft dich gleich nochmal an. Domian. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, Nora. Jetzt begrüße ich herzlich Andreas. Nicht Andrea, sondern Andreas, 31 Jahre alt. Hallo. Hallo. Andreas. Ja, ich habe ein ziemlich schwieriges Problem und zwar bin ich seit 2,5 Jahren mit meiner Freundin zusammen und vor circa 3 Wochen hat sie mir mitgeteilt, dass sie mit meinem Vorgesetzten bzw. mit meinem Abteilungsleiter im Bett gewesen ist. Und das ist eine Situation, mit der komme ich überhaupt nicht klar. Vor 2 Wochen hat sie dir das gesagt? Ja. War sie einmal mit dem im Bett oder läuft da schon länger eine Affäre? Also ich denke, dass es jetzt mittlerweile öfters wohl passiert ist, aber zu dem Zeitpunkt war es wohl das erste Mal. Mhm. Vielleicht sollte ich erstmal so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Ich bin also vor 2,5 Jahren mit dieser Frau zusammengekommen. Mhm. 2 Jahre lang habe ich mit ihr zusammen gewohnt.
danach oder nach 2 Jahren hat es halt ein bisschen Stress gegeben. Ich bin dann erstmal ausgezogen. 2 Wochen nachdem ich ausgezogen bin, haben wir eigentlich wieder ganz guten Kontakt gehabt. Meiner Meinung nach sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als zu dem Zeitpunkt, wo wir miteinander gewohnt haben. Also dieser Abstand war vielleicht ganz gut. Dazu wäre noch zu sagen, dass diese Frau eine Tochter hat, die sie halt in diese Beziehung mit reingebracht hat. Das Mädel ist mittlerweile 4,5 Jahre alt. Und das Kind hat halt zu ihrem leiblichen Kontakt, Vater überhaupt keinen Kontakt mehr. Und hat mich halt mehr oder minder als Vaterersatz angenommen. Naja, und vor 2,5 Wochen, wo meiner Meinung nach die Beziehung noch einigermaßen okay war, die stand vielleicht so ein bisschen auf der Kippe, aber ich habe mir eigentlich schon noch ziemlich große Hoffnungen gemacht, dass diese Beziehung weitergeführt wird, hat sie mir halt gesagt, dass sie mit meinem Abteilungsleiter im Bett gewesen ist. Sie hat das so wirklich aus freien Stücken heraus gesagt? Nee, aus freien Stücken nicht. Ich habe mit ihr telefoniert und zwar war es so, dass sie Geburtstag hatte. An dem Geburtstag konnte ich sie nicht besuchen und wir hatten uns für den nächsten Tag verabredet. Und an dem Tag hat sie halt angerufen und hat gesagt, sie hätte kein Interesse daran, mich zu sehen. Und daraufhin habe ich halt nachgefragt, habe auch, naja, ziemlich nachgebohrt, kann man sagen, weil ich irgendwie einfach ein beschissenes Gefühl hatte. Und daraufhin hat sie mir halt gesagt, dass sie mit dieser betreffenden Person im Bett gewesen ist. Arbeitet sie denn auch in deiner Firma? Nein. Nein. Wie, woher kennt sie den überhaupt? Durch mich. Durch dich? Ja. Also es ist so, dass es nicht nur in dem Falle mein Arbeitskollege oder mein Vorgesetzter ist, sondern zu dem Zeitpunkt war es eigentlich auch ein sehr guter Freund. Also jemand, der über meine Lage oder über meine persönliche Situation sehr, sehr gut im Bilde war. Also der war in eurem privaten Kreis schon in den Kreis einbezogen? Ganz genau. Mhm. Also es war jemand, den ich auch so, naja, in meine Probleme sehr, sehr stark mit einbezogen habe, der so auch gesagt hat... Also quasi ein doppelter Vertrauensbruch. Genau. Und zwar hat er so gesagt, wenn du irgendwelche Probleme hast, wende dich an mich, ich komme sofort vorbei und... Er hat mir also schon immer das Vertrauen geschenkt und hat das dann völlig missbraucht. Hast du mit diesem Mann auch schon gesprochen? Gestern das erste Mal, ja. Und was? Wie äußert er sich? Also es ist so, dass ich ihn gestern angerufen habe. Ich bin jetzt auch seit gestern krankgeschrieben und habe ihm dann halt mitgeteilt, dass ich jetzt die nächste Woche erstmal nicht arbeiten komme. Daraufhin hat er mir erstmal gute Besserung gewünscht. Und daraufhin habe ich dann gesagt, gute Besserung wünschen ist ziemlich unfair, denn du hast mich krank gemacht. Und das wollte er erst ja gar nicht so einsehen. Ich habe ihm das dann sehr, sehr eindringlich gesagt. Naja, danach war das Gespräch erstmal beendet. Ich habe ihm dann heute nochmal sehr, sehr eindringlich auf seinen Anrufbeantworter gesprochen und habe ihm meine Lage einfach nochmal geschildert. Es ist so, dass ich jetzt seit 14 Tagen kaum noch was esse. Ich habe, naja, 12 Kilo ungefähr abgenommen und fühle mich einfach total beschissen. Warum schilderst du ihm deine Lage? Meinst du, das beeindruckt ihn? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er dieser Situation überhaupt nicht gewachsen ist. Ich glaube, dass er überhaupt nicht weiß, was er da angetan hat. Also Andreas, ich finde, in erster Linie ist das eine Sache deiner Freundin und nicht eine Sache von diesem Mann. Und der Hauptansprechpartner für dich sollte deine Freundin sein und nicht dieser Mann. Ja, so, deine Freundin ist schuld. Die hat es mitgemacht und die hat es gehört. Also ich denke, es sind beide schuld. Ich habe gestern das erste Mal mit ihr zusammengesprochen und sie hat mir also dann dargelegt, ja, die, naja, das letzte halbe Jahr wäre ja sowieso nicht mehr so toll gewesen. Ich konnte dazu nur entgegnen, dass sie mir vor 3 Monaten noch einen Heiratsantrag gemacht hat. Will sie denn, will sie nichts mehr von dir? Ich glaube nicht. Tja, Junge, was willst du dann? Ich liebe die Frau immer noch. Ja gut, aber offensichtlich sie dich nicht. Also kann die mit wem auch immer ins Bett gehen? Das mag sein. Das Problem, was ich einfach habe, ist, dass sie mir das vorher, bevor sie das gemacht hat, nie ganz genau gesagt hat. Klar, du bist gekränkt, verletzt. Das ist natürlich schlimm. Das Zweite ist halt, also habe ich sehr, sehr große Probleme damit, weil halt auch noch ein Kind dazwischen ist. Das ist zwar nicht mein Kind, aber zu diesem Kind habe ich eine sehr, sehr starke Beziehung. Und das Kind halt zu mir auch. Also in dem Falle kann ich ganz klar sagen, dieses Kind oder für dieses Kind bin ich schon ganz klar Vater. Aber was heißt das alles? Das zweite Problem, was ich habe, oder das dritte Problem ist, dass ich auch nicht mehr weiter arbeiten kann unter diesen Voraussetzungen. Du wirst schon weiter arbeiten. Also, aber nicht unter den Voraussetzungen. Ich sehe diesen Kerl jeden Tag 100 Mal. Und ich fühle mich einfach nur noch schlecht. Ist klar, du bist einer von 100.000 Menschen, die Liebeskummer haben zurzeit in Deutschland. Das mag sein, ja. Und
die in ähnlicher Weise gelingt geworden sind oder die verletzt worden sind oder wo es tragischerweise in irgendeiner Form auseinandergegangen ist. Sie hat gesagt, sie möchte mit dir keine weitere Beziehung führen. Ja, so direkt hat sie sich halt nicht geäußert, weil dieses Gespräch, was sie halt gestern gehabt haben, ich glaube, sie hat erwartet, dass ich sie nur anschreie und womöglich, dass ich sie noch schlage oder so, was überhaupt nicht mein Fall ist. Sie war völlig überrascht und völlig schockiert, dass ich gesagt habe, dass ich sie immer noch sehr, sehr lieb habe. Also ich will dir mal einen guten Tipp geben. Wenn du in irgendeiner Weise da noch eine Schnitte haben möchtest bei dieser Frau, dann lass nicht den Jammerer raushängen. Das ist leichter gesagt. Ja, dann schluck's runter und erzähl's deinem besten Freund, dass du es nicht aushältst, aber erzähl es nicht ihr und erzähl es nicht diesem Mann. Denn damit reichst du nichts. Und aus Mitleid, wenn jemand aus Mitleid sich... Ich will kein Mitleid. Ja, aber wenn du jetzt so anfängst und ich kann nicht mehr und die Schmerzen und weiß ich was alles, glaube ich dir. Also ich will es nicht runterspielen. Wenn du überhaupt diese Frau nochmal beeindrucken möchtest, dann mit einer klaren Linie. Und wenn die klare Linie heißt, ich liebe dich, ich möchte dich sehr gerne haben, aber du gehst erstmal auf Distanz. Durch Druck erreichst du da auch überhaupt gar nichts. Null. Weiß ich nur, ich fühle mich total beschissen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ich sehe sie morgen nochmal. Ich habe morgen nochmal mit ihr ein Gespräch. Mhm. Und ich denke, das wird wahrscheinlich das Letzte gewesen sein. Mhm. Ja, ich meine, in diesem Gespräch gilt es wirklich ganz eindeutig zu klären. Du musst die Frage stellen, liebst du mich noch? Du musst die Frage stellen, möchtest du mit mir eine Beziehung haben? Je nachdem, wie klar die Antworten sind, musst du dich ganz einfach damit abfinden. Wenn sie sagt, auf beide Fragen ein klares Nein, dann sitzt du da mit schwerster Verletzung seelisch, das ist mir klar, aber dann musst du das eben aushalten. Das Problem ist im Moment, dass ich unheimlich Angst davor habe. Mhm, das ist klar. Ich weiß im Moment gar nicht damit klarzukommen. Da musst du durch. Da musst du durch. Das Schlimme ist natürlich, dass du auch noch arbeitsmäßig involviert bist da mit dem Typ. Aber ich denke auch, das ist das große Problem, dass vielleicht andere Leute, die eine ähnliche Situation haben, die können sich vielleicht in ihre Arbeit stürzen. Nur das kann ich überhaupt nicht, weil ich sehe diesen Kerl jeden Tag. Ja, aber ich finde, in erster Linie gilt es jetzt zu klären, was mit dieser Frau los ist. Ob sie noch in irgendeiner Weise Interesse hat. Wenn sie das nicht hat, dann musst du dich damit arrangieren. Mehr ist nicht zu machen. Mehr kannst du nicht machen. Kann ich einfach nicht. Das wirst du müssen. Wenn du kannst keine Liebe erzwingen. Das weiß ich, aber... Kein Aber. Ich komme mit dieser Situation einfach nicht klar. Dann wirst du auch klarkommen. Das dauert vielleicht ein Jahr und dann wirst du es schaffen. Das ist eine lange Zeit, ne? Mhm. Andreas, mehr kann ich dir nicht sagen. Na gut. Heavy, ich weiß. Toi, toi, toi. Kann man so sagen. Tschüss. Klar, tschüss, ne? 1.33 Uhr und 33 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Nur 34, 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, das ist die Telefonnummer 0180 5678 111. Heute könnt ihr anrufen zu jedem Thema. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema Ich bereue nicht. Ich bereue nicht. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag, da ist das Domian-Bild-Telefon in Düsseldorf im Tor 3. Wenn ihr dann zufällig oder auch nicht zufällig, vielleicht aufgrund dieser Information jetzt zum Tor 3 geht nach Düsseldorf, könnt ihr, wenn ihr Lust habt und ein Thema habt, euch mit mir via Bild-Telefon unterhalten in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ja, jetzt machen wir weiter. Mit wem? Mit Gabi. Und Gabi ist 41 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Hi. Hi, ich habe ein Thema und zwar zu deinem ersten Anrufer mit dem kleinen Penis. Ja.
Und zwar mein Mann, der hat auch einen ziemlich kleinen Penis, der ist ca. 9,5 cm groß und erigierten Zustand ist er auch 23 cm. Ist das wirklich wahr? Ja, das ist wahr. Das ist der zweite jetzt in Deutschland, von dem ich höre. Ich habe schon von mehreren gehört. Habe ich noch nie gehört, ja, geschweige denn gesehen, sowas. Ja, gesehen noch nicht selbst, aber aus Gesprächen mitverfolgt. Ja, also 9,5 cm ist ja schon ein bisschen größer als von Oliver. Oliver war ja nur bei 6 cm. Ja, ne? So 9 und alle genau gemessen haben wir es noch nicht, aber so in dem Dreh. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt seit 11-12 Jahren jetzt. Dann wird es aber Zeit, dass ihr mal genau nachmesst. Ja, wir gehen nicht mit dem Lineal da dran. Also doch, das muss man. Man muss mit einem Lineal da rangehen. Könnt ihr ja gleich machen nach der Sendung hier. Gabi, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast, wolltest du auch laufen gehen? Nee. Eigentlich nicht. Nee. Nein. Weil auf die Größe kommt es nicht an, denke ich mir immer. Sagt man so, ne? Mhm. Findest du es wirklich? Ja, doch. Stell dir mal vor, er hätte dann auch im irrigierten Zustand nicht mehr zu bieten gehabt. Vielleicht ein bisschen, nur 2 oder 4 Zentimeter mehr. Wäre das egal gewesen? Das wäre mir egal gewesen, weil ich den Mann so geliebt habe. Du bist eine gute Frau. Ja doch, also auf das kommt es nicht drauf an, also ehrlich. Ja, finde ich auch. Aber es gibt sicher schon auch da eine Grenze. Wenn die unterschritten wird, dann wird es vielleicht doch ein bisschen prekär, ne? Ja, könnte sein, aber das habe ich noch nicht selbst am eigenen Leib und nicht mit erfahren. Ja, warst du denn dann doch erfreut, als du gemerkt hast, da ist noch mehr hinter? Ja, sicher. Das schon, ne? Klar. Ja. Klar. Hat denn dein Mann Probleme mit anderen, so dass Männer ihn schon mal foppen, wenn er irgendwo, weiß ich jetzt, im Sportverein unter der Dusche ist oder so? Erzählt er da schon mal was drüber? Nee, da hat es noch nie irgendwie was gegeben. Mhm. Also ja. Wüsste ich auch nicht. Bitte? Wüsste ich auch nicht, dass da irgendwo was gegeben hat. Normal haben wir ein ganz freies Verhältnis, also hätte er schon drüber gesprochen. Ja. Also, nee. Ja. Nee. Also wir hatten mal eine Sendung hier, im Talkradio, bei uns live. Und da ging es auch darum, wie wichtig die Größe ist. Und hast du gesehen, ja. Mhm. Ne? Und da waren ja die Meinungen auch bei der Damenwelt gespalten. Ne? Es gab Frauen, die sagten, es ist mir völlig egal. Und es gab Frauen, die sagten schon, er muss doch eine bestimmte Zentimeterzahl zu bieten haben. Naja, das sehe ich nicht so. Also, wenn ich lerne, Menschen so kenne, wie er ist und akzeptiere das so. Ja. Und also bei mir gibt es da keine Schwierigkeiten. Gut, man ist dann immer erfreut, wenn es dann größer ist. Ja, ganz klar. Aber so im normalen Fall, nee, also. Von 9,5 Zentimeter auf, was sagst du, 21? 23. Ja, so einem Dreh. Tolle Sache. Tolle Sache. Ja. Ja, mein Kompliment an dich und an ihn. Ja, und da haben wir Zwillinge alles dabei. Zwillinge, zwei Jungs. Ja, zwei Mädchen. Zwei Mädchen. Ja. Ah ja. Ja, dann kann er das ja nicht vererben, diese Veranlagung. Gabi, danke, dass du angerufen hast. Ja, viel Glück schön. Noch für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Und tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Nick dran und Nick ist 37. Nick? Ja? Hi. Hi. Das ist jetzt natürlich von dem Thema auf das Thema ist ein bisschen heftig. Geh bitte ganz nah an den Telefon, ja? Hörst du mich? Ja, ich höre dich schon. Versuch's mal bitte. Ja? Mhm. Jetzt gut? Mhm. Ja, also das Problem ist, ich habe mich in die Tochter meiner Frau verliebt. In die Tochter? Meiner Freundin. Tochter deiner Freundin. Wie alt ist deine Freundin? 44. Und wie alt ist die Tochter? 27. 27. Und, hat die aber früh ein Kind gekriegt? Ja. Mhm. Mann. Und wir sind jetzt gerade mal 1,5 Jahre zusammen. Mhm. Und, naja, ich habe das auch schon gesagt. Wem hast du das gesagt? Deiner Freundin? Ja. Mhm. Und was hat sie erwidert? Ja, sie hat gesagt, sie ist eigentlich ziemlich tolerant in der Geschichte. Mhm. Tolerant? Ja, dass sie mal, aber ja, ich kann dir das gerne erzählen und so. Und ja, wir haben jetzt auch, wir leben zusammen in einem Haus. Mhm. Und ich bin da oben gezogen, sie unten. Und das ist so eine Art WG. Mhm. Und sie sagt eben, dass sie meint, sie kommt damit klar, aber ich merke, dass es eben nicht so ist. Wo wohnt denn die Tochter? 5 Kilometer entfernt. Ja. Wie, mit wem? Du bist aber jetzt mit deiner Frau? Nichts. Also ich bin auch nicht mit ihr zusammen, aber sie weiß das auch. Mhm. Nick, wir müssen dich nochmal neu anwählen. Mir geht das sehr auf die Nerven, das klingt so blechern. Ich muss mich unheimlich konzentrieren, dich zu hören. Wir wählen dich gleich nochmal an, vielleicht kriegen wir dann eine bessere Leitung hin, ne? Ja, okay. Leg mal auf, okay? Tschüss. So eine schlechte Leitung, das klang ja wie bis nach Simbabwe oder weiß ich wohin. Christian, 21. Ja, schönen guten Abend. Ja. Hallo. Dein Thema. Mein Thema ist Liebe zu einem Mann. Liebe zu einem Mann. Ja. Hey. Sprich. Ja, also ich bin mit meinem besten Kumpel verliebt. Mhm. Das ist aber das Problem, er könnte mein Vater sein. Er ist 44. Mhm. Und
ich bin 21. Mhm. Bist du denn bisher, hast du bisher schwul schon gelebt? Nein. Ist das, das ist ein ganz neues Gefühl für mich. Hast du bisher Frauenbeziehungen gehabt oder gar nichts? Ja. Ja, mehrere sogar. Mehrere Frauenbeziehungen? Ja. Mhm. Und also ein Jahr höchstens. Die ein Jahr dauerten immer? Ja, ein Jahr. Ja. Sogar. Und dieser Kumpel, der nur 44 Jahre alt ist, ist das ein Arbeitskollege von dir? Oder? Ja, ist ein Arbeitskollege von mir. Mhm. Und seit wann empfindest du das so für den? Das geht schon seit 2 Jahren. Letzte Zeit hat sich das ziemlich verstärkt. Also. Seit 2 Jahren schon? Ja, 2 Jahren. Hattest du währenddessen auch noch eine Freundin damals am Anfang? Ja. Mhm. Heute auch noch? Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Nein, meine letzte Beziehung ist vor einem halben Jahr zu brauchen. Ihr arbeitet jeden Tag zusammen? Jeden Tag, ja. Darf ich fragen, was du machst? Ich bin Koch. Koch, ja. Wie haben sich die Gefühle denn anfänglich bemerkbar gemacht bei dir? Anfänglich immer, also ich wollte immer in seiner Nähe sein. Mhm. Und wir haben viel unternommen, so nehmen wir jetzt auch noch viel. Mhm. Und es ist halt... Ist er denn schwul? Nein. Er ist nicht schwul? Familie. Mhm. Ich habe eine Familie, ja. Das heißt ja noch nichts, aber du hast von ihm noch nicht erfahren, dass er auch schon mal irgendwas mit Männern hatte. Mhm. Dann, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal dir eingestanden hast, dass du auch ein sexuelles, erotisches Empfinden für ihn hast? Am Anfang war es schwer, aber mit der Zeit, da habe ich dann gesagt, also so ist es halt und so bin ich. Und hast du es für dich so gesagt? Ja, habe ich so gesagt. Hast du es ihm denn auch schon gesagt? Ja, ich habe es ihm schon gesagt. Du hast es ihm gesagt? Einmal nach der Arbeit habe ich ihn angesprochen drauf. Was hast du ihm denn genau gesagt? Ja, das ist, also, es ist schwer, ich habe zu ihm gesagt, es ist schwer, ihm zu sagen, aber ich glaube, ich bin in ihn verliebt. Mhm. Und war das nicht unglaublich schwierig, das so einem Arbeitskollegen, wenn es auch ein guter Freund ist, einfach so zu sagen? Ja, es ist schwer. Und ist sehr schwer. Und was hat er darauf geantwortet? Er hat gesagt, das ist wahrscheinlich so, die Zeit jetzt, ich habe keine Freundin und ich bin halt noch jung. Mhm. Und da ist das ein bisschen falsch deutet, dass ich fühle bei ihm. Das ist irgendwie, hängen oft zusammen. Mhm. Und er meint, das ist eine Phase, die geht vorbei wieder. Ja, hat er gesagt, ja. Mhm. Das ist aber, tja, schlimm. Mhm. Ja, und vor 2 Wochen auch, da waren wir wieder auf Disco. Mhm. Und danach habe ich ihm zu ihm gesagt, dass ich ihn halt liebe. Und er hat gesagt, Mensch, und so. Ja, anderen Tag mussten wir zusammen arbeiten. Das war halt komisch für mich. Als du ihm gesagt hast, ich liebe dich. Ja. Das ist ja nun wahnsinnig, ne? Das ist ja das Höchste, was man jemandem sagen kann. Was hat er denn da geantwortet? Ja, der war erstmal total perplex. Er hat zu mir gesagt, ja, was, Mensch, so. Und dann hat er gesagt, mach bitte die Tür zu, dann bin ich losgefahren. Mhm. Autotür, ja. Mhm. Und anderen Tag auf Arbeit, es war halt ein komisches Verhältnis. Und da habe ich ihn angerufen und habe ich zu ihm gesagt, ja, ich wollte mich entschuldigen, dass ich das gesagt habe, weil es ist so krass und so. Mhm. Für ihn wahrscheinlich. Mhm. Ist das dein Handy, dein Akku leer, was, oder? Ja, es geht doch noch. Mhm. Und wie ist das Verhältnis jetzt seitdem? Ist es eher abgekühlt oder distanziert? Nein, es ist so geblieben. Mhm. Ist so geblieben, ja. Aber von seiner Seite kommt überhaupt gar nichts. Da kommt nichts rüber. Nee. Ja. Er ist dein guter Kumpel, dein guter Freund. Er hat zu mir gesagt, es ist halt eine gute Freundschaft, ist besser. Mhm. Halt. Aber ich weiß nicht, manchmal ist es auch so, gucke ich ihn halt an, gucke mich an. Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht deuten. Mhm. Du hast auch ein richtiges sexuelles Begehren. Du willst gerne mit ihm schlafen. Nein, das ist es ja nicht. Das ist es nicht? Das sagen wir mal, das andere ist mir wichtiger. Na gut, aber du, wenn er das würde wollen, würdest du mitmachen? Ja. Das ja. Schon. Mhm. Aber ich fühle mich nicht nur zu Männern hingezogen, ich fühle mich vielleicht bi. Mhm. So fühle ich mich. Mhm. Das ist natürlich sehr schwierig, Christian. So wie du das jetzt beschreibst, glaube ich, dass du dich da in etwas verbeißt. Ja. Dass der da vielleicht wirklich überhaupt gar nichts mit am Hut hat. Und du da vielleicht über kurz oder lang sehr unglücklich wirst. Ja, stimmt. Weil das überhaupt nicht eine solche Erwiderung erfährt, wie du sie gerne hättest. Weil auch wenn du keinen knallharten Sex da haben möchtest, aber ich könnte mir vorstellen, dass du eine erotische Sehnsucht schon hast zu ihm, ja, dass du ihn ab und zu mal anfassen möchtest und ihn streicheln möchtest und ja, solche Dinge. Und das, wenn er dir das überhaupt nicht wiedergeben kann, dann ist das sehr traurig. Das stimmt, ja. Ja. Das ist fast das Allerbeste, Christian. Ich meine, ich weiß, wie super hart das ist.
wenn du vielleicht ein bisschen mehr auf Distanz zu ihm gehst, um allein dich zu schützen. Schon. Weil du hast immer vor Augen die Unmöglichkeit. Ja. Stimmt, ja. Aber das ist leichter gesagt als getan, wenn du ihn auch jeden Tag noch bei der Arbeit siehst, ne? Ja. Ich will ihn auch nicht so, als Kumpel will ich ihn auch nicht verlieren. Mm, so. Mm, mm. Ist halt. Es wäre natürlich genial, wenn du es für dich auch hinbiegen könntest, als gute Freundschaft, aber ich glaube, wenn man einmal richtig jemanden liebt, ist es sehr schwer, das wieder zurückzufahren. Mhm. Sehr schwierig. Ich werde dann wahrscheinlich immer mehr sehen irgendwie drin, ja, in der Beziehung. Mhm. Ja, ja. Sehr schwierige Lage. Vielleicht ist es wirklich gut, Christian, wenn du erstmal jetzt ein bisschen weniger mit ihm unternimmst, dass ihr, wenn ihr euch schon den ganzen Tag immer seht, dass du dich nicht nur abends mit ihm triffst. Ja. Das Piepsen ist ein bisschen nervig, ne? Das nervt total, ja. Da gibt es kein Allround-Rezept für die Lage. Die Lage ist sehr schwierig, in der du bist. Mhm. Und ich glaube, dass erstmal Distanz das Beste ist. Distanz das Beste. Aber wenn es auch schwer ist, ja. Wenn es auch schwer ist, mh. Ja. Weil ich höre daraus nicht, dass du eine Hoffnung haben könntest. Wenn er in irgendeiner Weise irgendwas getan hätte, was vielleicht auch darauf hindeutet, dass er auch gerne näher an dich ran möchte, er sich das aber nicht traut aufgrund seiner Lebensumstände. Mhm. Aber du hast ja gar nichts erzählt jetzt. Der ist ja ganz, ganz strikt, hat ja eine Abgrenzung zu dir, ne? Der hat dich noch nie angefasst. Doch, ab und zu mal, also sozusagen so kurze Berührungen halt beim Erzählen oder so. Naja, gut, aber man überinterpretiert dann auch alles, ne? Als Liebender. Mhm. Lieber Christian, geh mal einen Schritt zurück. Ich glaube, es ist besser für dich. Ja. Mhm. Alles Gute. Schönen Dank. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir denn jetzt? Mario. Mario. Ja, hallo Domian. 21 Jahre alt. Genau. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Ja, oder guten Morgen vielmehr, ne? Ja, alles. So, ich verfolge deine Sendung ja schon den ganzen Abend. Was heißt den ganzen Abend? Jetzt fast eine Stunde. Ja. Und euer zweiter Anrufer, beziehungsweise Anruferin, die hat mich dann doch sehr auf die Palme gemacht. Das war Anita, die über die Stehpinkler, über uns, ganz genau, also geschimpft hat. Oh, das war ja wohl ein Hammer, ne? Bist du auch ein Stehpinkler? Ja, ich bin Stehpinkler, ja. Also leidenschaftlich. Bekennender. Bekennender, ja, ja. Genau. Denn es ist, als Mann ist es furchtbar, im Sitzen zu pinkeln. Ja, ich finde es immer nervig, alles auszuziehen. Und dann komme ich mir immer vor wie eine Frau, wenn ich darauf hocke, genau, und das strullt genau da oben so aus. Ne? Oder wie so ein kleines Kind, ne? Ja, aber nun muss man natürlich, wir wollen ja nicht ganz selbstherrlich sein, wir müssen ja auch die Argumente der Gegner ernst nehmen, die sagen, es wird alles versaut. Ja, ich sag mal, ich weiß ja nur nicht, was sie da für Männer in der Familie hat, aber ich sag mal, man kann so pinkeln, dass es relativ wenig bis gar nicht schafft, wenn man es vernünftig macht. Genau das sage ich ja auch. Ich meine, man muss doch nicht auch einen Meter von der Toilette entfernt stehen. Ja. Es ist ja nun auch kein Sport oder so. Es geht ja nur halt nur ums Pinkeln. Und es geht nicht ums Weitpinkeln, sondern nur halt um sich zu entleeren. Und viele Männer denken wohl, die müssen da einen Meter entfernt stehen. Also ich verstehe es nicht. Nur sagen die Gegnerinnen, es sind ja vorwiegend Frauen, die sagen ja, auch wenn man gezielt davor steht und es schön platziert, den Strahl, so spritzt doch das ein oder andere Tröpfchen nach oben. Was erwidern wir da? Da sage ich mal, das kann wohl passieren. Ja. Kommt mal vor. Aber ich sag mal, in der Küche spritzt das Essen auch mal vom Herd, ne? Ja, Mario, ich will dir fragen, weißt du, wie ich das mache, wenn es mir denn mal passiert? Ja, aufwischen. Ja, der spricht jemand im Hintergrund. Aber ich sag erstmal fertig. Dann nehme ich ein Stück Klopapier und wisch das Ding sauber und dann ist es gut. Ja, genau. So kann man es doch machen. Ja, eben. Wer hat da im Hintergrund gesprochen? Das ist meine Frau. Das ist deine Frau? Ja, Anja. Wie steht die denn dazu? Ja, sie sagt auch so, ihre Meinung ist auch so, sitzen, pinkeln für Männer ist wohl nicht so das Wahre. Ist nicht das Wahre. Gib sie mir mal eben schnell. Ich gebe sie dir. Ja. Hallo? Ja, mit wem spreche ich denn? Mit der Anja. Mit Anja. Anja, du bist die Frau von Mario. Genau. Und du findest das gar nicht schlimm, dass Mario im Stehen pinkelt? Nein. Ich sag mal, das ist, wenn er sagt, er kann sich sonst nicht richtig erlernen, ist das für mich okay. Ja. Und da muss man es eben wegwischen, wenn was daneben geht. Ne? Ja, musst das du denn oft was wegwischen, wenn er auf dem Klo war? Ich sag mal, ich putze jede Woche das Badezimmer und dann... Und wie sieht's denn aus dann bei euch? Macht er es denn wirklich so geschickt, wie er es gerade beschrieben hat? Ja, natürlich. Das macht er. Also du kannst, ich weiß nicht, ob du Anita mitbekommen hast gerade am Anfang. Das war die Frau, die sich so beschwert hat über die Stehpinkler. Kannst du gar nicht nachvollziehen? Nein. Nein. Das ist selbstverständlich, sag ich mal. Ja. Ne? Man sowieso einen Hausputz macht, also
ist es kein Problem. Ich habe eine sehr gute Freundin, die sagt zu mir, wenn ich einen Mann kennenlernen würde und ich bekäme mit, dass der im Sitzen pinkelt, da wäre bei mir alle Erotik dahin. Ist das so krass bei dir auch? Naja, ich verbinde sowas nicht mit Erotik. Also er wäre durchaus erotisch, wenn er auch im Sitzen pinkeln würde. Also du bist eine Frau, die da tolerant dem gegenübersteht. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Du bist mir sehr sympathisch. Jetzt gib mir schnell nochmal deinen Ehegatten. Ja. Tschüss, Anja. Übrigens wollte ich nur mal ganz kurz sagen, ich finde deine Sendung ganz toll und dass du vielen Leuten damit hilfst. Vielen Dank für das Kompliment. Vielen Dank. Tschüss. Okay. Mario. Ja. Ich kann dich ja nur beglückwünschen zu deiner Frau. Ja, ich mich selbst auch. Also ihr habt ja da gar keine Probleme miteinander. Nein, eigentlich nicht. Also wir halten jetzt fest in diesem Gespräch. Ja. Unser Tipp an die Männer, die im Stehen pinkeln wollen, macht es, aber zielt richtig. Und wenn es ein bisschen spritzt, nehmt Klopapier, wischt einmal durch und zieht ab und das Klo ist blitzblank sauber. Richtig. Ne? Noch eine Frage. Ja. Hast du mal versucht, im Sitzen zu pinkeln? Ja, das habe ich auch schon gemacht, klar. Ist dir aufgefallen, dass du mit dem Hintern am Klodeckel sitzt, wenn du versuchst zu pinkeln und wenn du dir dein bestes Stück, sag ich mal, abschütteln willst, du dir die Knöchel an der Klobrille von innen stößt? Ist dir das mal aufgefallen? Die Knöchel an der Klobrille? Ja, die Knöchel vom Handgelenk, also von der von den Fingern. Ach so. Ist dir das noch nie aufgefallen? Also, passiert? Wo du es gerade so sagst, ja. Es kommt aber auf die es kommt auf die Größe der Klobrille auch, glaube ich. Nee, an. Gut, aber ich sag mal, also das ist ein durchschnittliches Klo eigentlich. Ja, also ich mache das aber auch schon ab und zu mal, wenn ich so, weiß ich, nachts mal aufstehe oder so und im Dunkeln, dann setze ich mich auch drauf. Also wir haben Licht im Badezimmer. Ja, wir auch, ich auch. Nee, also ich weiß nicht, also ich es ist halt ein komisches Gefühl, man fühlt sich auch erstmal irgendwie komisch dabei. Ist es denn bei dir auch so, dass du dich unmännlich fühlst, wenn du da sitzt? Nee, ja, was heißt unmännlich, also jein, sage ich ja, mal. Ja, so ein bisschen schon. Also du magst es auf jeden Fall nicht. Du, doch, so ein bisschen. Also dein Ding ist, es muss im Stehen passieren. Genau. Ja. Danke für den Anruf. Ja, ich danke dir. Ihr beiden, tschüss zusammen. Ja, ciao. Ciao. Moritz. Der schöne Name Moritz ist jetzt dran. Mit ja, ich bin Moritz. Hallo Domian. 29 Jahre. Hi. Guten Abend. Ja. Moritz, über was unterhalten wir uns? Ja, ich habe auch das gleiche Thema wie mein Vorredner gerade. Ich wollte gerade fragen, wie ist es denn bei dir? Ich dachte jetzt, wenn er jetzt was ganz Ernstes hat, dann passt das vielleicht nicht so mit dem Stehpinkeln. Nee, das passt schon ganz gut. Ich hatte also auch die Anita da gehört und hatte dann direkt schon angerufen. War jetzt eben schon mal kurz weg, weil ich schon geschlafen hatte, wurde dann aber angerufen. Nee, bei mir ist es so, ich hatte vor gut 20 Jahren jetzt das Erlebnis mit meinem besten Freund im Urlaub. Vor 20 Jahren? Du bist 29, ne? Ich bin 29, da ging das los, dass also der Freund seiner Mutter in unser Schlafzimmer kam am Tegernsee und sagte, ich muss mal gerade hier bei euch ins Waschbecken pinkeln, weil bei meiner Frau darf ich das nicht. Ins Waschbecken? Ins Waschbecken. Und da waren wir also auch damals erst entsetzt und dachten, wie ins Waschbecken? Hat er uns erklärt, ja, also im Stehen pinkeln darf man ja nicht bei Frauen, weil es halt überspritzt und überhaupt unhygienisch ist. Mhm. Deswegen macht er es ins Waschbecken. Ja. Dann haben wir uns damals irgendwie mal auf die Zehenspitzen gestellt und haben es nachversucht. Und mittlerweile ist es bei ihm und mir also wirklich gang und gäbe. Nein. Und mittlerweile auch bei anderen Leuten, dass wir halt ins Waschbecken pinkeln. Wie ekelhaft. Findest du das ekelhaft? Ja, finde ich schon. Ja? Also du pinkelst in dein Waschbecken zu Hause. Ja. Du pinkelst wahrscheinlich aber auch, wenn du zu Besuch irgendwo bist, ins Waschbecken, ne? Das mache ich selten. Also, akzeptiere, dass Leute das vielleicht ekelhaft finden können, aber ich finde es halt selber sehr hygienisch und auch zeitersparnismäßig ganz gut, weil ich während des Zähnebürstens dann auch Zähneputzens ins Waschbecken pinkle. Ja, das ist dann ein Aufwasch, ne? Ja, ich habe das also auch schon erlebt, dass Leute da wirklich also sehr anti darauf reagiert haben, wir zum Beispiel mit mehreren Leuten mal Silvester gefeiert haben und ich dann irgendwie im besoffenen Kopf irgendwie bei halb offener Tür ins Waschbecken gepinkelt habe, weil es für mich halt einfach ganz normal ist. Nun gibt es aber doch sowas Unangenehmes wie Urinstein und so. Das kann man doch wegmachen danach. Also man kann sich Frage, lässt du währenddessen das Wasser laufen? Oder? Ja. Also es verdünnt sich dann schon mal das Ganze. Ja. Ja, das schon. Mhm. Und ich finde es halt hygienisch, ich habe mich mit meinem guten Freund darüber unterhalten, ist deswegen hygienisch, weil man sich danach auch direkt sein Löhr waschen kann. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, ja. Mhm. Und ich kann dieser Anita nur raten, was ich mal in einem anderen Haushalt, wo auch mehrere Männer im Haus waren,
sich ein Männerpissoir auch in das normale Badezimmer einbauen zu lassen. Das finde ich auch sehr gut. Das finde ich auch ausgesprochen gut. Dass man einfach, wenn man dieses Problem hat und das unhygienisch findet, dass man sagt, okay, ich lasse einen XY-Klempner kommen und der baut mir da so ein Urinal rein. Eine Kostenfrage, ne? Ich habe das in einem Privathaushalt noch nie gesehen irgendwo. Ich habe das schon mal gesehen. Hast du schon mal? Ganz toll. Finde ich auch ganz toll. Hätte ich auch gern zu Hause, aber habe ich nicht. Bin ich auch noch gar nicht auf die Idee so richtig gekommen. Aber gut ist es schon. Nochmal zu dem Waschbecken. Ja. Du müsstest ja, also wenn es jetzt wirklich ganz hygienisch sein sollte, müsstest du eigentlich jedes Mal nachdem du es gemacht hast, da mal mit Domestos drüber gehen. Tust du aber wahrscheinlich nicht. Tue ich nicht. Ne? Und ich vermute, dass nach einer gewissen Zeit stinkt dein Waschbecken. Nee, tut's nicht. Nein, also ich gehe. Ich käme gerne zu dir nach Hause, um es zu kontrollieren. Kannst du gerne machen. Ich mache sauber mit Seife und wische dann nochmal nach. Also mit, jedes Mal? Ja, das auf alle Fälle, klar. Ja, ja. Also es ist zum Beispiel so, dass meine Schwester hat es irgendwann gesehen und sagt, das ist wohl unglaublich und ekelhaft. Ich putze mir nie mehr bei euch zu Hause, die wohnt nicht mehr bei uns, bei euch zu Hause die Zähne, weil wenn meine Zahnbürste da reinfällt und ich weiß, dass vorher mein Bruder oder mein Vater oder irgendwie dein Freund Leontin da reingepinkelt hat, jetzt habe ich einen Namen genannt, aber ich habe ja auch meinen wahren Namen genannt, also ich stehe dazu. Moritz, aber es ist wirklich doch ein bisschen ekelhaft. Stell mal vor, wohnst du im Moment alleine? Ich wohne alleine. Du wohnst alleine. Also man kommt jetzt zu dir und man weiß, das ist ein Waschbeckenpisser, der Moritz. Und man will sich dann bei dir die Zähne putzen. Ja. Ne? Und man geht dann vielleicht runter an den Wasserhahn, um sich ein bisschen Wasser zu nehmen und kommt aus Versehen so ein kleines bisschen an den Wasserhahn. Du pinkelst ja sicher, kommt da auch schon mal was auf den Wasserhahn. Nee, ich leg den doch einfach über die Kante rüber. Ach, du denkst, ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Also ich meine, zu Hause, wo du allein agierst, ist das ja okay. Ja. Was sagen denn deine Geschlechtspartnerinnen dazu, wenn denn mal welche da sind? Also meine letzte Freundin hat sich nicht dran gestört, weil es dann auch irgendwann, ich habe mir das versucht zu erklären, dass ich das als hygienisch finde, weil ich danach auch praktisch den Löhr halt, wie ich ihn jetzt nenne, halt wasche. Ja, ne? Mein Max. Nennst du ihn Max? Ich nenne ihn Max, Leute fragen mich seit meiner Kindheit, wo ist, du heißt Moritz, wo ist Max? Und früher war es mein Teddybär und habe ich dann gesagt, und mittlerweile sage ich, also, ne? Das finde ich sehr spaßig. Das finde ich sehr spaßig. Moritz und sein Max. Ich meine, somit war deine Freundin überzeugt, weil Maxchen schön sauber ist dann. Ja, genau. Ja. Gab es denn auch schon mal Freundinnen, die gesagt haben, du Sau? Ich habe dann das akzeptiert und habe dann gesagt, okay, bei dir, ich setze mich dann hin, ist okay, und auf Toilette und kann ich auch mit leben. Also für mich ist auch nicht wie jetzt der Vorredner genau das Gleiche. Also für mich ist es nicht unmenschlich oder unmännlich, wenn ich sitze. Ich sitze auch mal, wie du eben gesagt hast, wenn du selber im Dunkeln oder morgens, wenn ich irgendwie müde bin, dann setze ich mich auch mal hin oder so. Mhm. Aber meistens, wenn ich morgens Stress habe, dann putze ich währenddessen die Zähne und habe irgendwie auch noch ein Zeitersparnis. Zack, dann, ne? Zumal das gibt's auch das Problem, wenn ich irgendwo bin, zum Beispiel mit einer Freundin bei ihr zu Hause und putze mir die Zähne zum Beispiel gemeinsam oder so, bei mir ist mittlerweile so ein Reflex, wie dieser pavlovsche Hund, wie das heißt da, ne? Dass wenn das Wasser läuft, also, ich die Zähne putze, muss ich eigentlich pinkeln gleichzeitig. Also es kann durchaus passieren, wenn man wenn du eine Freundin hast, dass ihr beide vor dem Waschbecken steht, deine Freundin sich auch die Zähne putzt? Nein, das würde ich nicht tun. Du pinkst, ja, so weit dann doch. Nee, das nicht. Ich würde dir ja auch ein bisschen misstrauen. Warum? Wenn du zu mir nach Hause kämst und gingst dann auf die Toilette, würde ich denken, der Moritz hält seinen Max auch bei mir ins Waschbecken. Gut, das gab auch schon Leute, die da gesagt haben, weil bei mir, also weil sie es wussten, weil sowas spricht sich ja rum, das ist ja auch ein lustiges Thema. Also für manche Leute, die sagen irgendwo ekelhaft, auf der anderen Seite sagen, pass auf Moritz, ich weiß, dass du es tust, bei mir tust du es nicht. Ja. Ne? Aber, also ich glaube, nach diesem Gespräch heute Nacht werden dich sehr viele Leute darauf ansprechen, was du mit deinem Max in ihrer Wohnung machst. Das kann sein. Ich weiß ja nicht, wie viel, also ich finde es auch deswegen ganz interessant zu sehen, was kommt jetzt danach, wie viele Leute haben die Sendung gehört und wie viele Leute wissen, Moritz, der kann kein Name, der oft vorkommt und Leontin, mein bester Freund, die gibt es noch seltener und von daher weiß eigentlich, also ich glaube, halb Köln jetzt, wer ich bin. Ja, ich glaube, dieses Thema zieht sich noch durch unsere Woche durch. Ja. Ich glaube, dass ganz viele Männer da ihre eigenen Praktiken und Rituale haben. Ne? Und viele Leute vielleicht noch ungewöhnlichere Dinge, vielleicht in die Badewanne oder mehr gibt es ja gar nicht, wo man hinpinkeln kann. Moritz, meine Empfehlung, meine besten Grüße an Maxchen. Danke. Und schlaf schön weiter jetzt. Ja, werde ich tun. Okay, tschüss. Schönen Abend noch, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik Luigi Ransinghoff und Hans-Jürgen Wilde. Morgen heißt unser Thema Ich bereue nicht. Könnt ihr das sagen, kategorisch, auf ein Vorkommnis in eurem Leben? Ich bereue nicht. 1 Uhr Radio 1 Live für der Fernsehen. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.